Messan, Einzelzeitfahren, Weltmeisterschaften hier in Zürich auf einem komplett flachen Parcours. Wie war's? Ja, also es war total schwer. Man musste sich die ganze Zeit pushen, das Tempo zu halten. Und irgendwann war bei mir auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. Aber dann war Gott sei Dank jemand im Auto hinter mir, also Lukas hat die ganze Zeit mich angefeuert und ja, mir einfach wieder auch die Lust gegeben und dann einfach weiterzutreten und noch doller und noch mehr Watt und so. Und ich bin eigentlich recht zufrieden mit meinem Zeitfahren. Es ist immer trockener geworden, glaube ich, jetzt durch die Sonne. Allerdings auf so einem Parcours mit nur dem Wendepunkt spielt das wahrscheinlich sowieso kaum eine Rolle oder spielt es eine? Also schon, weil, also gerade wenn jetzt eine richtige Pfütze da ist, dann fährt man durch so eine Pfütze, das ist unangenehm, dann sind die Reifen nass. Und das gibt schon ein bisschen anderes Gefühl, gerade auf dem Zeitfahrrad. Also ich bin froh, dass es trockener geworden ist und dass ich auch ja, die nassen Stellen gut möglich umfahren konnte. Du hast auch Cross-Background. Jetzt kommt am Donnerstag das Straßenrennen auf einem deutlich technischeren Kurs, der auch viel auf und ab geht und dann soll es regnen. Freust du dich drauf? Ja, schon. Also ich freue mich total, hier sein zu dürfen und hier Deutschland repräsentieren zu können. Und da werde ich natürlich mal das Beste geben. Regen kommt mir eigentlich zugute bei so einem Straßenrennen. Das habe ich sehr gern. Und ja, ich werde alles geben, um auch meine Mannschaft so bestmöglich zu unterstützen und auch einfach das zurückzugeben, was mir dieses Jahr auch gegeben wurde und welches Vertrauen ich genießen durfte. Das Straßenrennen, die Favoritinnen sind die bei der EM gar nicht da waren. Die Britinnen, glaube ich, wenn ich das richtig einschätze. Was glaubst du, was für ein Rennen ihr euch erwartet? Ich denke, es wird ein sehr schweres Rennen, viele Attacken, weil sich natürlich die Bergfahrerinnen so schnell wie möglich isolieren wollen und für Sprinterinnen wie mich natürlich das Rennen schwer machen wollen, weil niemand will mit uns dann auf die Zielgerade einbiegen. Deswegen erwarte ich ein sehr schweres Rennen. Sind Sie die Favoritin? Liege ich da richtig? Oder wen würdest du noch so dazu zählen? Wer macht's dir schwer? Ja, also die Britinnen, dann gibt es natürlich noch Frankreich, Niederlande, Kladonova, bin ich mir nicht sicher, welche Nation das ist. Ja, die werden auf jeden Fall oft attackieren. Und dann nach der WM ist das Leben nicht vorbei, sondern es gibt halt auch ein Jahr 2025. Du wechselst dann zur Elite. Wie geht's weiter? Was hast du dir vorgenommen für die Zukunft? Und vielleicht kannst du auch schon sagen, wie es weitergeht. Ja, also nach der WM darf ich erstmal mich kurz ausruhen und danach natürlich die Saison 2025 vorbereiten. Und ja, da möchte ich einfach die ersten Schritte in die Welt der Erwachsenen gehen, in die Profi-Welt. Danke, viel Glück.